Moin moin und hallo. Heute zeige ich euch, wie man an einem iPhone, welches noch einen richtigen Knopf beherbergt, diesen wieder zum Funktionieren bekommt, wenn ihr Probleme mit ihm habt. So, erste Sache ist, wir werden ihn mal rekalibrieren, weil manchmal hakt er und deshalb müssen wir ihn erstmal rekalibrieren. Das ist der erste Schritt, den wir jetzt in Angriff nehmen. Dazu drücken wir die Aus-Taste, bis er sozusagen fragt, ob er ausschalten sollte. Und dann drücken und halten wir den Home-Button gedrückt. Jetzt wird wieder das Home-Bildschirm kommen und nun ist der Home-Taste wieder rekalibriert. Wenn das auch noch keine Abhilfe geschafft hat, dann machen wir Folgendes. Wir werden jetzt erstmal das Phone herunterfahren und ausschalten. Auch wieder oben drücken und auf Ausschalten swipen. So, jetzt haben wir hier unten unseren schönen, dreckigen und hakenden Home-Button. Und was wir jetzt tun ist, wir nehmen zuerst mal, wenn ihr starke Verschmutzung habt, einen Zahnstocher und macht schön die Ecken sauber. Und auch wenn drinnen Dreck ist, macht ihr das schön vorsichtig weg. Ihr seht, da kommt schon ein bisschen raus. So. Okay. Sehr schön. So, macht das mit dem Zahnstocher, denn dieser ist nicht sehr hart und daher wird er auch jetzt nichts defekt machen, großartig, wenn er nicht wie bekloppt drauf rumhaut. Also ihr müsst ein bisschen vorsichtig sein. So, als nächstes, wir nehmen uns jetzt Reinigungsbenzin, packen das auf unsere Finger und dann massieren wir das hinein. Massiert es in drehenden Bewegungen auf den Knopf. Und dann drückt den Knopf des Öfteren hinein und dabei dreht ihr ihn noch. Die Fingerkuppe darauf und darauf habt ihr ja etwas Reinigungsalkohol, Reinigungsbenzin, das ja dadurch verfliegen wird. So, jetzt könnt ihr richtig schön mal drauf rumreiten, bis er wieder besser gangbar ist. Dann merkt ihr das schon, so pop, 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 kommt er wieder zurück, geplotscht. Wenn ihr jetzt den ganz dicke drinne habt, dann könnt ihr ihn auch festhalten, drücken und dabei hin und her das Phone bewegen, bis er wieder in die ursprüngliche Lage zurückgekommen ist. So, da haben wir es. Der glänzt ja jetzt schon richtig. So, jetzt warten wir 10 Minuten und dann werden wir das Phone wieder starten. Und dann zeige ich euch noch eine Möglichkeit, wie man auch ohne den Home-Button diesen generieren kann, weil wenn er ganz kaputt ist, müsst ihr euch entscheiden, nehmt ihr das Gerät auseinander oder benutzt diese alternative Home-Button-Lösung, die dann auf dem Bildschirm zu sehen ist. Okay, 10 Minuten, jetzt haben wir das Gerät wieder eingeschaltet und sind auf dem Home-Bildschirm zurückgekommen. Jetzt gehen wir auf die Einstellungs-App, Einstellungen und dann Allgemein und dann ziehen wir ein bisschen runter. Wo haben wir hier Bedienungshilfen, da oben. Bedienungshilfen, wieder was runter und dann kommt Assistive Touch. Da gehen wir drauf und dann steht oben Assistive Touch, hilft beim Verwenden des Phones, wenn du Schwierigkeiten hast, mit dem Touchscreen hast oder ein aktives Gerät benötigst. So, gehen wir jetzt davon aus, unser Home-Button ist wirklich defekt und ihr wollt es nicht aufrauben und ersetzen. Dann könnt ihr das so machen, indem ihr Assistive Touch anmacht und boah, da unten ist gerade was gekommen. Das ist der neue Home-Button. Willkommen Home-Button. Den könnt ihr nehmen und überall hinschieben, wo ihr wollt. So, jetzt lassen wir mal über dem anderen halten Home-Button und jetzt, was können wir damit machen? Wir drücken da drauf, dann poppt so ein Menü auf und dann können wir hier auf Home drücken und ihn wie unser Home-Button benutzen. Nochmal draufdrücken, Home-Button, wieder zurück. Da gibt es noch mehr. Man kann hier die Geräte ausstellen in der Zentrale. Das ist das, was von oben runter switcht. Ihr könnt Siri benutzen und ihr könnt eigene Gesten anlegen. Also so habt ihr einen Home-Button, den ihr die ganze Zeit wieder benutzen könnt. Home, Home, Home-Button. So, dann vielleicht noch ein kleiner Tipp. Es gibt ja noch viele andere Möglichkeiten. Sag jetzt mal, ihr könnt von oben nach unten scrollen, da könnt ihr immer was sehen. Ihr könnt von rechts nach links die ältere Apps, ne, also was wir vorher hatten, hier kommt ihr wieder zurück in die Bedienungshilfen etc. Könnt ihr alles benutzen. Also wenn ihr einen defekten Home-Button habt, ist das nicht so schlimm, denn
Apple gibt euch einen weiteren elektronischen dazu. Der verschwindet nie, der ist immer da, nur er wird dann geht dann so ein bisschen aus. Das zeige ich euch auch noch. Jetzt, wenn dann ein paar Sekunden, jetzt ist der so transparent und in den Apps fällt er kaum auf. Erst wenn ihr wieder drauf kommt, dann könnt ihr ihn benutzen. Home-Button repariert. Dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Bitte abonniert mich, gebt mir. Achso, das gilt für alle iPhone-Modelle, die noch ein mechanisches Home-Button-Gedöns haben. Dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Bitte abonniert mich, gebt mir ein positives Feedback und bis zum nächsten Mal. Soon.